das Programm spielen kann. Ich möchte das Programm von heute meinem lieben verstorbenen Freund Jörg Demus widmen, der uns im April verlassen hat. Es war eine mehr als 70-jährige Freundschaft und er hat auch diese Stücke, die ich heute spiele, wunderbar interpretiert. Aber ich möchte auch ein paar Worte über die Abrantus von Schubert sagen. Das gehört zum Genialsten, was für Klavier geschrieben worden ist. Die ersten beiden in C-Moll und in S-Dur sind die letzten Stücke, die zu Schuberts Lebzeiten gedruckt wurden. Nummer 3 und 4 aber mussten nicht weniger als 29 Jahre warten, bis sie veröffentlicht wurden und dazu noch in einer korrumpierten Fassung, wo der Verleger die Frechheit hatte, ein paar Noten von Schubert zu verändern. Zum Glück ist die Handschrift von Schubert erhalten und so können wir also den Originaltext spielen. Jedes Stück hat einen genialen Einzelwert. Das längste ist das erste Impromptu, ein tragisches Stück, das mit einem Dialog beginnt, einem antiphonalen Gesang, ein Vorsänger singt und ein Chor von Gefangenen antwortet. Ich spiele zuerst die Melodie alleine. Schubert-Szene, ein Lächeln unter Tränen. Ich spiele jetzt den Schluss. Es gibt sehr viele optimistische Stücke von Mozart und Beethoven vor allem, die ernst und tragisch beginnen und mit Freude enden. Wir brauchen nur an die 9. Sinfonie zu denken. Hier ist aber etwas Neues, etwas ganz Ungewöhnliches, eine pessimistische Neigung aus der Romantik. Es beginnt nämlich wie ein säuselnder Wind in S-Dur. Klavierstücke überhaupt, eine geniale Erfindung und ich muss immer dann an das große Goethe-Gedicht denken, Gesang der Geister über den Wassern. Die Stimmung hat etwas Geisterhaftes, aber Frohes.
möchte ein bisschen das Goethe-Gedicht zitieren. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es und wieder nieder in ewigen Wechsel. Und die letzten vier Zeilen lauten: Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser? Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wind? Und Nummer 4 ist dann die Versöhnung, das ist die Umkehr von Nummer 2, das fängt ernst an und endet mit Freuden. Also hören Sie jetzt die 4 Impromptus, Opus 90.